Ja, ich habe jetzt so wirklich eine ganz krasse Hölle erlebt, wie der Titel schon verrät. Ich hatte einen oder habe noch ganz leicht einen Benzodiazepinenzug. Also es ist wirklich ein Vorhof der Hölle, kann man sagen, ja. Und ich dachte immer, ich kenne, also so, wenn man denkt, wenn man jetzt erwachsen ist, dann haben wir die meisten Gefühle, die man so als Mensch haben kann, hatte man halt schon mal. Aber Leute, wirklich so ein Benzodiazepinenzug, da kommen Gefühle hoch, also die kennt man normal nicht. Und in diesem Video werde ich euch einfach ein bisschen erzählen, wie es mir jetzt damit ging, wie es dazu gekommen ist und dass ich überhaupt diesen Entzug hatte und meine Erfahrungen berichten. Und am Schluss vom Video werde ich euch noch Alternativen zu Benzos erzählen, weil es gibt eben auch mal wieder pflanzliche Alternativen. Es muss ja nicht immer die Chemiekeule sein. Ist ja immer so mein Spruch gewesen, auch schon in den letzten Jahren hier auf YouTube. Ja, viel Spaß mit dem Video, bleibt dran. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, so ein Benzo-Entzug, ich sag's euch. Also so, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert, weil ich würde niemals freiwillig Benzos nehmen. Also für die, die Benzos nicht kennen, Benzodiazepine, da gibt es zum Beispiel Diazepam oder Tavor. Ich kenne jetzt eigentlich gar nicht so recht viel mehr, ich glaube, es gibt noch ein paar andere, aber Diazepam und Tavor, das sind so die bekanntesten. Und die Psychiater, also mein Psychiater hat mir Diazepam verschrieben in der Klinik. Das heißt verschrieben, ich habe es als Zwangsmedikamentation bekommen. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß, weil wenn eben euer Psychiater so weit in den Mund nimmt, Benzodiazepin, Diazepam, Tavor, dann seid auf der Hut und lasst euch nicht verschreiben. Weil mein Freund, also ich kenne es vom Freund, mein Freund hatte einen 9-monatigen Benzodiazepinentzug. Also das ist einfach echt nur die Hölle. Also ich werde euch die Symptome, die man da hat, noch gleich erzählen. Aber ich kannte das halt vom Freund und ich habe das miterlebt, wie er gelitten und gelitten hat. Und ich dachte mir, ich werde niemals wieder freiwillig Benzos nehmen. Weil ich habe das in meiner Jugend auch mal kurz missbraucht und hatte da einen ganz, ganz kleinen Entzug, aber nur ein paar Tage. Und ich dachte mir so, ich werde das nie wieder anrühren, das Zeug. Weil ich eben mein Freund auch mitbekommen habe, welche Hölle er durchlebt hat bei seinem Entzug. Ja, und jetzt eben in der Klinik wurde mir das als Zwangsmedikamentation, die jetzt ein paar 40 Milligramm, ich glaube 3, 4 Wochen wurde es mir gegeben. Ja, sehr, sehr ärgerlich, weil also bei mir war es jetzt so, ich habe da ganz ein kurzes Video jetzt mal gemacht. Auf dem Kanal war jetzt länger Ruhe hier auf YouTube, weil vielleicht merkt ihr es auch, ich bin noch nicht ganz über den Berg. Ich rede viel langsamer wie sonst wahrscheinlich. Vielleicht, ich hoffe, ich wirklich recht verlangsamt, aber mir fällt das Denken und das Konzentrieren noch sehr schwer. Das sind Symptome auch vom Benzo-Entzug. Wie ich den Benzo-Entzug ganz akut hatte, da war das ganz extrem. Da konnte ich kaum nachdenken. Aber jetzt eben, ich wollte es nur sagen für das Video, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt irgendwie zurückgeblieben oder so. Oder ich wirke ganz anders wie sonst. Ich bin noch nicht ganz über dem Berg. Ja, aber eben, es war ja so. Ich nehme schon jetzt fast 10 Jahre Psychopharmaka und stehe dem sehr kritisch gegenüber und würde sie auch nicht mehr freiwillig nehmen, wenn das Zeug nicht verdammt abhängig machen würde. Und ich habe schon so oft auf YouTube darüber informiert, Leute, ihr dürft eure Neuroleptika nicht gleich auf einmal weglassen oder zu schnell reduzieren, weil man sonst eine künstliche Psychose, eine Absatzpsychose kriegen kann. Und ich war immer diejenige, die davor gewarnt hat, obwohl ich die Psychose eigentlich sehr positiv sehe, wenn eine Psychose gut begleitet wird mit guten Therapeuten oder Schamanen oder Heilern oder irgendwelchen einfach qualifizierten Personal begleitet wird oder wie durch Open Dialog, dann sehe ich eine Psychose eigentlich sehr positiv und als große Chance, dass man also so vorankommt in der persönlichen Entwicklung, wie ein Acid-Trip sehe ich das, dass man wirklich heilen kann. Aber eben eine Absatzpsychose ist eben trotzdem nicht das Erstrebenswerteste, vor allem wenn man dann eben, wie es mir dann auch passiert ist, in eine Klinik kommt und dann zwangsbehandelt wird und zwangsmedikamentiert wird. Aber warum ich jetzt eben meine Medikamente, ich habe es nicht auf einmal alles weggelassen, die Medikamente, obwohl ich eben immer davor warne, dass man dies nicht machen soll, aber ich habe, das war vor circa 3 Monaten, dabei habe ich mich hingelegt und ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe Medikamente genommen, mich hingelegt und ich habe keine Luft mehr bekommen. Das war so krass. Also ich bin dann stundenlang da gelegen, habe fast mit dem Ersticken gekämpft und war dann nach ein paar Minuten der Überzeugung, es ist psychosomatisch, es kann nicht körperlich sein, es muss psychosomatisch sein, Stressreaktion auf die Medikamenteneinnahme, weil sonst wäre ich ja wirklich erstickt. Und dann am nächsten Tag
ich habe die Medikamente in der Hand gehabt und ich wollte morgen Medikamente. Ich habe versucht, mich zu zwingen, sie zu nehmen. Ich habe sofort eine Panikattacke bekommen. Ich konnte die Medikamente kaum noch anfassen. Und dann dachte ich mir irgendwie so, vielleicht ist das ein Zeichen von meinem Geist, vom Körper, dass es einfach nicht mehr geht mit den Medikamenten. Und ich dachte mir, ja, ich dachte mir zwar, es ist krass risikoreich und mein ganzes Umfeld hat auch gesagt, ich soll es machen, aber ich dachte mir jetzt, bevor ich jetzt jeden Abend da liege und mit dem Ersticken kämpfe und Panikattacke habe, wenn ich die Medikamente nehme, weil so ein, ist ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man wirklich einfach keine Luft bekommt und so lange mit dem Ersticken kämpft und also so, auch wenn es so psychosomatisch war, die Gefühle haben sich verdammt real angefühlt, das Erstickungsgefühl. Ich konnte sie einfach nicht mehr nehmen. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, okay, ich war einfach so eine Panikreaktion, so eine Angstreaktion. Ich lasse sie jetzt einfach weg. Ich probiere es einfach, ob es ohne geht. Ich dachte mir dann noch so, okay, wenn es gar nicht mehr geht, weil Neuroleptika eine sofortige Wirkung haben, wenn ich allzu psychotisch werde, dann nehme ich ja halt doch noch ein Neuroleptika. Aber das habe ich dann gar nicht mehr unter Kontrolle gehabt, weil so nach 2 Wochen circa, ich glaube, oder eineinhalb Wochen, wo ich die Medikamente weggelassen hatte, war ich so tief in der Psychose. Also da, ich hatte, also mein Freund hat es auch beschrieben, wirklich wie fast, er meinte, wie eine Dämonenbesessenheit hat das ausgeguckt. Also ich war nicht mehr ansprechbar, ich habe nur noch mit mir selber geredet. Aber ich weiß es noch, ich war, also es hat krass ausgeschaut von außen, so als hätte ich komplett den Verstand verloren. Aber ich habe tatsächlich mit einer sehr hohen Gottheit geredet in dem Moment. Das weiß ich noch irgendwie. Ich weiß noch nicht, was ich da geredet habe, aber ich weiß noch, dass ich da wirklich in ganz andere Dimensionen unterwegs war und das für mich in diesem Moment alles Sinn ergeben hat. Ja, aber eben, worauf ich jetzt hinaus wollte, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, eben, dann bin ich in die Klinik gekommen und dann habe ich eben, am Anfang haben sie mir keine Medikamente gegeben und das war echt cool, das hätte ich vom ZFP unbedingt auch nie erwartet, aber die wollten es probieren ohne Medikamente. Aber dann haben sie irgendwie doch die Geduld mit mir verloren und haben mir doch Medikamente gegeben und eben auch gleich zwangsmedikamentiert. Sie haben gesagt, sie geben mir eine Haldol-Spritze, wenn ich nicht Diazepam und Risperidal und Lithium nehme. Und eben, sie haben noch gesagt, sie geben mir eine niedrige Dosis an Diazepam und sie haben es mir 3, 4 Wochen circa gegeben. Und ich freiwillig, ich hätte es niemals, hätte ich das genommen, weil ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich weiß um die Risiken von dem Benzo-Entzug. Aber naja, mir wurde es halt verabreicht. Weil bevor ich mir eine Haldol-Spritze geben lasse, habe ich dann doch noch lieber das andere genommen. Gut. Naja. Es wurde eigentlich gesagt, okay, sie kriegen jetzt 40 Milligramm und sie haben gesagt, das ist eine niedrige Dosis, was total Bullshit ist, weil 40 Milligramm alles andere für eine niedrige Dosis ist. Und ich habe auch gar nicht, eben, ich kenne mich mit Benzodiazepine nicht besonders gut aus und habe auch gar nicht damit gerechnet, einen Entzug zu bekommen. Aber es ist dann halt doch so gekommen. So, und jetzt komme ich eben zu den Symptomen, die ich da bei dem Entzug hatte. Also ich hatte eine totale Blockade im Denken. Also es ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich dieses Derealisation und Depersonalisationsgefühl, das man hat. Also es ist so eine Wahrnehmungsverzerrung, die so sehr verzerrt ist und so sehr einfach surreal und irgendwie so ganz abstrakt auch ist und so düster, dass es richtig seelisch schmerzt und dass es richtig ist, das ist eine richtige Qualen, die man da aushält. Also diese Derealisation, eben diese Wahrnehmungsverzerrung, das ist für mich echt das Schlimmste gewesen und das ist eine richtige Folter, das ist richtige seelische Folter. Aber eben, jetzt wollte ich zuerst erzählen, eben, man hat so eine Blockade im Denken. Und das ist auch das, wenn ihr dieses Video guckt, wenn ihr vielleicht merkt, dass ich irgendwie ein bisschen, viele sagen immer, ich rede zu schnell hier auf YouTube. Aber eben, ich glaube, in diesem Video ist es eines der Videos, wo ich am langsamsten rede, weil ich einfach noch gar nicht so fit bin vom Kognitiven her, wie ich es normal bin. Weil ich habe mich auch richtig so wie irgendwie so eine Sonderschülerin, also nichts gegen Sonderschüler, aber halt, wisst ihr, wie ich meine, ich habe mich richtig dumm gefühlt. Also ich habe mich richtig so, als wäre ich ein bisschen zurückgeblieben plötzlich gefühlt. Also einfachste Rechnungen waren kaum noch möglich. Und was richtig eine Qual war, so ganz einfache alltägliche Sachen werden richtig zur Qual. Es war richtig krass, weil ich musste halt irgendwie ausrechnen, weil wir ein paar Sachen kaufen wollten. Und dann muss ich so eine, also so, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch so ausrechnet, okay, da habe ich das Geld auf dem Konto, dann habe ich da noch ein bisschen Geld. Ach, apropos Geld, unterstützt mich gerne mit einer Spende, wenn ihr wollt. Links findet ihr in der Beschreibung unter dem Video und im angepinnten Kommentar. Freut mich immer riesig, wenn mir jemand spendet. Ja, an dieser Stelle Dankeschön. Mir hat vor
paar Tagen jemand 100 Euro gespendet. Das habe ich so gefreut. Das ist eine tolle Finanzspritze für mich, die ich immer dringend brauchen kann. Ja, aber eben, ich wollte mir da was ausrechnen. Vor eben, was weiß ich, vor 2 Wochen war das erst. Und wollte eben so vom Monat so gucken, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Und ich sag's euch, normalerweise hätte ich dafür 5 Minuten gebraucht. Aber ich bin da eine Dreiviertelstunde da gehockt und jeder Gedanke hat sich angefühlt wie zäher Kaugummi und es war richtig wie ein Horrortrip. So einfache Sachen, ganz einfache alltägliche Sachen werden richtig wie zu so einem, also haben so ein Horrorgefühl und es hat sich richtig wie ein Trip angefühlt, dieses Rechnen. Das war so verzerrt und so grau und so, die Gedanken waren so. Es hat einfach wehgetan innerlich, obwohl es einfach so eine alltägliche Aufgabe ist. Ja, das ist absurd. Und eben, ich war total vergesslich. Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich irgendwelche Sachen liegen gelassen habe, was eigentlich gar nicht für mich so die Art ist, dass ich irgendwas rumstehen habe und das gar nicht mehr merke oder vergiss. Und ich habe auch meine ganzen Interessen verloren. Es kommt jetzt erst wieder, dass ich Videos machen kann, dass ich irgendwie mich für Psychiatriereform interessiere, dass ich irgendwie merke, hey, ich blogge eigentlich voll gerne, ich schreibe gerne, ich habe ein tolles Science-Fiction-Buch, das soll, wenn es nach mir geht, im Spiegelkabinett des Universums heißen. Das ist so ein Fantasy, ein Science-Fiction-Buch, an dem ich schon 2 Jahre schreibe und wo ich so viel Herzblut reingesteckt habe und wo ich so wirklich jede Seite überarbeiten, also ich habe 500 Seiten geschrieben, aber natürlich wirklich jede Seite überarbeiten, x-mal und keine Ahnung, so jedes Detail und so eine ganz große Fantasy-Welt schon geworden, die ich da aufgebaut habe. Da habe ich halt probiert, meine psychotischen Gedanken zur Fantasy-Ebene zu bringen. Ich glaube, das kommt richtig gut. Das hat mir gespannt, aber das wird noch eine Zeit dauern, bis das rauskommt. Weil ich da halt wirklich sehr perfektionistisch bin und sehr viel schreibe, aber was ich sagen wollte, und da habe ich dann auch mir gedacht, während des Benson-Zuges, das ist doch komplett sinnlos, dass du das Buch schreibst. Ich habe mir schlimmer gedacht, ach, ich habe einfach nicht nur einen Interessenverlust gehabt, dass ich einfach nur den ganzen Tag auf der Couch gehockt bin und TikTok-Videos geguckt habe. Das habe ich mein Leben nicht gemacht, dass ich den ganzen Tag TikTok-Videos gucke. Aber es war so. Ich habe auch nicht mehr aufstehen können. Ich bin immer stundenlang noch im Bett gelegen und wollte nicht aufstehen und war einfach. Ich habe keine Motivation. Nein, es ist hier nicht mehr, dass ich keine Motivation gehabt hätte. Es ist einfach komplett. Ich weiß nicht. Ich konnte einfach nichts machen. Ich wollte nichts machen. Ich war wie gelähmt. Ich habe mich wie ein Zombie gefühlt. Ich hab mich gefühlt, als wäre ich erstarrt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich nur noch ein Abklatsch von mir selber. Und eben alles hat keinen Sinn mehr gemacht. Ich sage ja immer, es gibt auch so einen berühmten Psychologen, der gesagt hat, wenn ihr einen Sinn im Leben habt, egal was das ist, irgendwas, es kann für jemand sein, dass der jeden Tag gerne Gitarre spielt, aber das gibt ihm so einen Sinn, dann hat er einen Grund aufzustehen in der Früh. Da hat er etwas, wofür du gerne lebst. Das ist ganz zentral. Aber ich hatte das nicht mehr. Das Einzige, was mir ein bisschen Freude bereitet hat, war zu essen. Das war das Einzige, was mir ein bisschen einen positiven Reiz gegeben hat. Es war einfach wirklich, ich dachte, ich habe ja im Teaser auch gesagt, der Teaser ist immer das, was am Anfang vom Video ist. Also die erste Sequenz vom Video. Es hat sich angefühlt wie ein Vorhof der Hölle und dabei bleibe ich auch. Es waren wirklich Gefühle, die ich kannte die so nicht und ich will die ehrlich gesagt auch nicht wieder erleben. Ja, es ist wirklich, boah, ich sag's euch, nichts Schönes zum Benzonzug. Also es ist untertrieben, es ist wirklich richtig, also wie so ein Horrortrip und die Gedanken waren düster, grau, trostlos. Die ganze Realität hat sich grau angefühlt. Und nicht nur grau angefühlt, sondern auch grau ausgeschaut alles. Also wenn ich so durch die Stadt gegangen bin, ja klar, Städte sind allgemein sehr grau, aber ich habe nur noch grau gesehen. Ich habe nicht mehr gesehen, dass da ein rotes Dach ist, dass da ein blaues Auto ist. Ich habe nur alles grau gesehen. Ich habe schon noch gesehen, dass es andere Farben gibt, aber es hat alles, das Grau war so dominant, das Grau hat so dominant gewirkt. Und ich war sogar mal im See in der Natur und normal, ich bin am allerliebsten, bin ich in der Natur. See ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsorte.
Also ich bin unglaublich gerne an Seen, aber nicht mal mehr das See hat schön auf mich gewirkt. Ich habe dann nur irgendwie das, ich habe so in Erinnerung das modrige Wasser gesehen. Es ist ein wunderschöner See, aber es hat ja ein bisschen so Schlamm im Wasser oder ein bisschen so, was weiß ich, was es war, so Algenzeug im Wasser. Ich habe mich nur auf das fokussiert. Auch in der Wohnung, wir haben da eigentlich eine richtig schöne Wohnung, ich und mein Freund, aber sie hatte so ein paar kleinere Mängel. Und ich habe nur diese Mängel gesehen. Ich habe nur mal gesehen, weil bei uns in der Küche, wir hatten ein paar Mal Überschwemmung vom Becken, also vom Waschbecken her. Und dann sind bei uns die Dielen ein bisschen, so ein paar so Dielen sind ein bisschen aufgeweicht. Und ich habe nur diese Dielen immer angeguckt und mir gedacht, wir haben so eine hässliche Wohnung. Und ich war so unzufrieden. Ich dachte mir, wir haben so eine Schrottwohnung, so Schrottmöbel, alles. Obwohl das nicht stimmt, wir haben echt einfach eine ganz normale, schöne Wohnung. Also so sogar richtig, also ich habe mir so viel Mühe mit dem Einrichten gegeben. Aber ich war mit nichts, also nichts zufrieden ist ja nicht das richtige Wort. Ich habe einfach so alles so absurd hässlich gefunden. Ich habe nur das, also allgemein, nur noch das Düstere, das Hässliche gesehen und alles schön ausgeblendet. Und ich dachte auch, ich kann, es war nicht nur dieser Interessenverlust, ich dachte auch, ich werde nie wieder arbeiten können. Das war voll mein Denken, dass ich nie, nie wieder arbeiten kann. Ich dachte irgendwie, ich werde das nie wieder auf die Reihe bringen, irgendwie ein Video zu machen. Ich dachte, erstens habe ich kein Interesse mehr dran und zweitens, ich kann es einfach nicht mehr. Also ich dachte irgendwie, auch mein ganzes Leben sei vorbei. Ich dachte so, ich werde irgendwie jetzt irgendwie, was weiß ich, nur noch auf der Couch liegen und mich duschen und ein bisschen einkaufen gehen und sonst werde ich einfach zunächst mal in der Lage sein. Also eigentlich logischerweise müsste man sich denken, ja, du musst doch wissen, du hast gerade einen Entzug und das geht auch vorbei. Aber es hat sich irgendwie alles so angefühlt, als wäre jetzt alles wirklich vorbei. Und ich habe auch daran gezweifelt, dass ich mal wieder schreiben kann oder. Aber es war ja nicht nur das, so Hobbys, dass ich dachte, ich kann sie nicht mehr machen. Ich war wirklich zu einfachsten Sachen nicht mehr in der Lage. Ich habe mal probiert, also ich habe schon noch das Allernötigste. Ich muss mich mal ein bisschen so zurücklehnen, weil mir der Rücken gerade ein bisschen weh tut, weil ich auf so einem Sitzsack sitze. Und es ist gerade ein bisschen unbequem geworden irgendwie. Oh je. Naja. Aber wenn ihr gesehen habt, ich habe überhaupt ein neues, wie heißt das, Wandtuch. Ich hoffe, es gefällt euch. Es sind die Mondphasen. Also hier in der Mitte ist der große Mond und hier sind so die Mondphasen aufgezeichnet. Es gefällt mir recht gut, weil ich bin jetzt Mondfanatikerin. So kleiner Exkurs oder Aus, kann man sagen. So, was will ich jetzt gerade erzählen? Jetzt habe ich es vergessen. Guckt, ich bin eben noch nicht ganz so, ich bin noch nicht ganz so auf der Höhe. Also es ist schon so, dass der Zug großteils vorbei ist, aber so ganz, ganz, ganz eben, ganz auf der Höhe bin ich noch nicht. Es fühlt sich an, als hätte ich eine ganz schwere, also Grippe ist ein Witz gegen den Benzinzug, aber es fühlt sich an, als hätte ich eine schwere Grippe gehabt, so vergleichsmäßig, und hätte jetzt nur noch ein klein wenig Schnupfen oder so. Also so lässt sich meinen momentanen Zustand beschreiben. Wie gesagt, selbst ein paar Tage hätte ich noch gar kein Video machen können. Ich wollte jetzt gerade irgendwas ganz Wichtiges sagen, jetzt habe ich es vergessen, aber es ist auch, wird jetzt auch nicht wiederkommen wahrscheinlich. Ja, aber eben das Allerschlimmste, also das Allerschlimmste sind eigentlich diese Derealisation und diese Dissoziation, die man auch hat und eben dieses, man nimmt irgendwie die Realität zu, so verzerrt war so. Mein Freund meinte auch, von seinem Benzo-Entzug, ist ihm eigentlich vor allem in Erinnerung so graue Bilder, so verzerrte Bilder, so. Man hat einfach, also Benzo-Entzug wird ja auch als wirklich eigentlich der schlimmste Entzug, den man haben kann, beschrieben. Mein Freund hat auch Opiatentzüge gehabt, 5 Stück meinte er, hat er gehabt. Und er meinte, dass ein Opiatentzug natürlich auch nicht angenehm ist, also auch schlimm ist. Aber ein Benzentzug ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorher wieder sagen wollte. Jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Guck, das ist echt, ich lasse es aber auch in dem Video drinnen, dass man sieht, wie ich kognitiv durch diesen Benzentzug beeinträchtigt bin noch. Das ist echt. Normalerweise ist es auch so, das Reden geht bei mir so flüssig und auch wenn ich jetzt mit Freunden geredet habe, noch vor ein paar Tagen, ich muss immer so mich konzentrieren, um ein einfaches Gespräch zu führen. Das ist Wahnsinn. Kumpel meinte auch, ja klar, dein ganzer Körper, dein ganzer Geist muss jetzt eben mit dem klarkommen, dass er diesen Stoff nicht mehr hat und sich so einpendeln.
Es ist aber wirklich, es ist, für mich steht es in keinster Weise dafür, einem Menschen während einer Psychose 3, 4 Wochen Benzos zu geben. Warum machen die das? Ja klar, einfach deshalb, dass man schneller aus der Psychose rauskommt. Aber eben, es ist, zum einen gibt es 20 Alternativen und zum anderen, ich weiß nicht, dann lässt man doch den Menschen, wenn der jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ganz ein desolater Zustand ist, dann würde ich den, also würde ich jetzt als Arzt den Menschen lieber noch ein bisschen länger in der Psychose lassen und ihnen den Raum und die Zeit geben, langsam aus der Psychose rauszukommen. Mir wurden eh 4 Milligramm Risperidal gegeben. Also ich wäre ja eh aus der Psychose rausgekommen, vielleicht 1 Woche später oder 2 Wochen später, aber wollten es halt beschleunigen mit dem Benzo. Aber ich meine, für mich steht das in keiner Weise dafür. Ich habe auch oft zu einem Freund gesagt, das ist schon krass, da hast du eine Psychose. Psychose ist ja auch jedes Mal komplett, die Realität wird auf den Kopf gestellt, man hat krasse Erlebnisse, man macht sich viele Gedanken, man hat auch viele Konflikte, was weiß ich, und es kommt zu Streit, weil man halt auch Dinge hervorholt aus dem Unterbewusstsein, aus der Vergangenheit, Menschen damit konfrontiert. Und auf alle Fälle, man muss danach eh irgendwie so alles neu sortieren und so einen Neustart machen. Aber so, für mich war es auch so schwer, so einen Neustart von der Psychose wegzumachen. Oder nach der Psychose einen Neustart zu machen, eben, ist schon mal belastend genug. Aber eben, wenn man dann noch so einen Benzoentzug gleich dazu hat. Also es war für mich echt, ein Monat hat der Benzoentzug gedauert. Also so ziemlich genau ein Monat war ich jetzt in Zügig. Und das war also so ein krasses Monat und das will ich auch nicht wiederholen. Also das heißt, ich habe einen richtigen Horror bekommen vor Benzos. Ich werde das nie wieder freiwillig nehmen, auch nicht einmal oder so. Weil viele sagen, man könne Benzos hin und wieder geben, wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie eine ganz schlimme Panikattacke hat und die. Oder ich würde, glaube ich, nur ein Benzo nehmen, wenn ich jetzt stundenlang eine Panikattacke hätte. Weil ich habe schon mal 4 Stunden oder 5 Stunden Stück Panikattacke gehabt. Das habe ich nur einmal erlebt, aber einmal habe ich es erlebt. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einmaligen Benzo nehmen. Oder mein Papa, der hat immer eine Schachtel Tabor im Keller und zum Medikamentenschrank. Und der kriegt es aber echt auf die Reihe, dass es nur alle paar Monate eine Tablette nimmt. Hoffe ich jetzt zumindest. Aber das ist mein Kenntnisstand. Wenn zum Beispiel wie es bei mir mit den, wie ich Suizidversuche gemacht habe, wenn das zum Beispiel, wo ich irgendwie so wirklich ganz stark in der Krise war, hat er hin und wieder eine genommen, aber wirklich nur ganz selten und in ganz große Krisensituationen. Da macht es wahrscheinlich Sinn, aber jemand 3, 4 Wochen, einfach nur weil er psychotisch ist und dass er ein bisschen schneller zur Psychose kommt oder um den Betroffenen einfach wie mich halt einfach nur ein bisschen mehr ruhig zu stellen, das steht nicht dafür und vor allem dann so eine hohe Dosis zu verabreichen, weil es war auch so, also so 40 Milligramm, die Ärzte haben immer behauptet, es wäre wenigstens. Sie haben immer von einer geringen Dosis gesprochen und darum habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, weil ich habe auch gar nichts davon gemerkt so richtig. Also, dass ich da jetzt Benzodiazepine bekomme, das ist ja das Krasse, wenn ich da jetzt voll die geile Zeit gehabt hätte, diese 3, 4 Wochen und einen Rausch gehabt hätte oder richtig, richtig gut drauf gewesen wäre. Dann, nein, dann hätte ich das auch nicht gern gehabt, diesen Entzug, aber dann hätte es sich irgendwie noch rentiert. Aber ich habe bewusst, ehrlich, so gar nichts gemerkt von diesen Benzos. Ich habe mich davor nicht irgendwie anders gefühlt. Ich habe gemerkt, ich werde weniger psychotisch, aber das war ja durchs Risperidal. Also ich kam jetzt nicht, eine Gefühlsregung könnte ich diesen Benzodiazepinen bewusst zuordnen. Aber eben wie gesagt, wenn da jetzt irgendjemand, was weiß ich, 5 Stunden eine Panikattacke hat, dann würde ich jetzt eben auch ein Benzo nehmen. Also so als mit allerletzte Wahl und wirklich ganz, ganz selten. Aber die allermeisten Leute kriegen ja das nicht so auf die Reihe wie mein Papa, dass man eben nur ganz, ganz selten so ein Benzo nimmt, wenn man eine Schachtel Tau im Keller hat. Es werden so viele süchtig davon. Und ich spreche mich wirklich ganz stark gegen die langfristige Gabe von Benzos aus. Und eben, ich spreche mich auch dagegen aus, ganz eindeutig dagegen aus, dass sie bei einer Psychose gegeben werden. Weil, wie ich jetzt eben auch erläutert habe, es ist ganz krass, dass wenn man einen Benzoentzug hat, wenn man eben gerade aus der Psychose rauskommt, weil man da eigentlich, es gibt ja auch so eine postpsychotische Depression, glaube ich, heißt das, dass man eben nach der Psychose so eine Erschöpfungsphase auch hat oder so depressiv sind, auch manche nach der Psychose. Und ich war eben während meines Benzoentzuges auch ganz stark depressiv. Das habe ich dann aber gegoogelt. Also ich war mir dann teilweise nicht sicher, liegt es jetzt eben daran, dass ich eine Psychose hatte und jetzt aus der Psychose rauskomme und ich habe die Erschöpfungsphase und so eine leichte postpsychotische Depression oder ist es der Benzoentzug, weil eben so Symptome vom Benzoentzug sind auch depressive Symptome. Ich war mir dann immer nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es auch eine Mischform gewesen.
Mensch, ich sag's euch, ist krass, gell? Naja, aber ja, genau, jetzt hab ich es erzählt, guck, ist krass eben. Ich lasse jetzt aber das Video genauso, wie es ist, weil ich finde es sehr wertvoll zu sehen, wie ich, also das ist jetzt ja zum Glück, oder ich hoffe nur temporär, dass ich kognitiv abgebaut habe. Was heißt, ich hoffe, es ist temporär, weil ich einfach, also mein Freund meinte auch, er hatte das auch was im Benzinzug, dass er ganz schwer nachdenken konnte und dass es kognitiv einfach beeinträchtigt war. Aber was ich die ganze Zeit erzählen wollte, wo ich immer anfange, jetzt habe ich es vergessen, jetzt weiß ich es wieder. Also, jetzt erzähle ich es wirklich. Ich war mit so ganz einfachen Sachen überfordert, wie mir eine Hose anzuziehen. Ich dachte mir irgendwie so, also es war auch erst so 5 Tage her, da war es nämlich noch richtig krass mit dem Entzug, weil es gab, also bei so einem Benzinzug ist das so dann, dann hatten wir so Phasen, also so am Anfang, also die erste Zeit oder solange der Entzug so richtig krass ist, ist es einfach nur schlimm, schlimm, schlimm. Man hat einfach niemals irgendwie so richtig, dass es irgendwie besser wäre. Nicht im Traum, nicht, also sogar die Träume waren voll verschickt. Dazu komme ich hoffentlich noch, hoffe ich da eigentlich noch dran, dass ich das noch ein bisschen erzähle, wie die Träume waren. Aber also man hat einfach nie, auch tagsüber, man hat nichts. Nur das TikTok hat mir ein bisschen geholfen. Komischerweise TikTok hat mir ein bisschen geholfen, dass ich ein bisschen einfach eine Ablenkung hatte. Aber wenn so ein Benzinzug ist, man hat nie einen Moment, wo es irgendwie gut wäre. Also es ist immer eine Qual, man hat keine Ablenkung, nichts, mir nichts geholfen. Mein Freund meinte, ihm hat Duschen geholfen, Baden geholfen, mir hat es auch nicht geholfen. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Guck, das ist eben krass. Ich wollte eigentlich das erzählen mit dieser Hose. Ich dachte mir eben so, ja, ich hoffe, dieses Video wird jetzt nicht zu wir oder zu. Ich versuche jetzt einfach, dieses Video noch zu Ende zu bringen. Wobei ich merke, dass es nicht die Qualität hat von meinen anderen Videos, wo ich wirklich, ich denke, ich kann echt gut reden, aber irgendwie ist es echt, es ist krass zu sehen, wie einfach dieses Kognitive noch eingeschränkt ist. Aber jetzt erzähle ich es wirklich. Also, ich dachte mir immer so, ich dachte mir so, ich will jetzt eine Hose anziehen. Aber ich war mit dieser einfachen Aktion, ich ziehe mir jetzt eine Hose an, überfordert. Es waren eben auch so Sachen wie, ich will jetzt putzen. Ich dachte mir so, ich will putzen, aber ich bin davor gestanden und ich konnte nicht. Ich war mit ganz einfachen Tätigkeiten, ich hatte wie so eine Starre, wie so eine, eben auch mit dieser Hosengeschichte, ich hatte wie so eine innere Starre, wie so eine Lähmung, wie so eine Blockade in mir. Wenn ich zum Beispiel putzen, okay, das ist man nicht immer fit dafür, aber ich konnte einfach nicht. Ich war einfach wie geistig behindert, ich konnte nicht richtig putzen. Ich konnte zwar meine Hand bewegen, aber total starr und ich habe halt noch, wie gesagt, ich habe eben nur gesagt, ich habe das Nötigste noch geputzt, aber ich konnte nicht mehr richtig, dass ich sage, ich will so die Wohnung putzen oder mein Büro aufräumen. Ich konnte das nicht. Und eben, aber das Krasseste war wirklich, ich dachte mir so, ich habe immer so, ich trage immer Leggings und dann dachte ich so, ja, jetzt habe ich so 3 Tage die gleiche Leggings an, die war nicht schmutzig oder hat komisch gerochen, aber ich dachte mir einfach so, ja, vielleicht wechselst du sie. Und dann dachte ich so, ich kann nicht. Ich kann es nicht näher erläutern, warum oder wie, aber ich hatte einfach eine Blockade. Ich kann das nicht. Ich bin nicht dazu in der Lage. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Es ging einfach nicht. Es war wirklich, als wäre ich irgendwie, also so erstarrt innerlich, nicht nur zu den einfachsten Tätigkeiten in der Lage. Es ist krass, einfach, Leute, ich sag's euch wirklich. Und eben diese Horrorträume, die ich jetzt kurz vorher auch angesprochen hatte, oder dieses, dass man nicht mehr im Schlaf irgendwie eine Auszeit hat. Ich hatte so Träume, mein Freund hat mir so ein Spiel gezockt, da war irgendwie so ein Monster und das hat so ein kleines Männlein, das da so in der Spielwelt rumgelaufen ist, in so Küchen und so, wo alles so Fleischermesser und so ganz düster und ganz eklig alles war. Und dieses große Monster hat dieses kleine Männlein gejagt mit so Fleischermesser und wollte schlachten. Und so, also dieses Horrorspiel, wo halt so Blut und so Fleisch und so richtig eklig alles, wie dieses Horrorspiel, diese Atmosphäre war, so halt, kann ich meine Träume von der Atmosphäre her beschreiben. Vor allem, wo ich den Entzug ganz schlimm hatte, da habe ich wirklich solche Träume gehabt. Also ich habe Träume zwar eher passiv erlebt, aber und es waren jetzt keine irgendwie besonders, also Sachen, dass es irgendwie
Horrorszenarien in den Träumen, also vom Geschehen her gewesen wäre. Es waren einfach so, waren viele Erinnerungen auch an meine Jugend, an irgendwelche Partys, wo ich war, in meiner Jugend oder an irgendwelche Leute von früher aus Bayern noch. Da träume ich eh total oft davon. Aber irgendwie, es waren eigentlich so alltägliche Sachen, die ich geträumt habe, aber mit diesem Horrorgefühl. Und auch so düster, sogar die Träume waren düster. Sogar die Träume waren grau und grau, das war krass. Ja, und eben allgemein zu diesem Grau wollte ich noch sagen, da gibt es einen Film mit Keanu Reeves, den mache ich euch in die Infocard. Ich hoffe, ich finde einen Trailer oder irgendeine Szene mache ich da rein, wo man das recht gut sieht. Und es ist nämlich so ein bisschen ein Comic-Stil verfilmt. Und so wie das so grau in grau ist, so sieht man, also so habe ich die, oder jetzt ist es noch ganz leicht, dass ich die Umwelt so wahrnehme. Aber der Entzug ist ja fast vorbei. Aber wo der Entzug ganz schlimm war, da habe ich die Umwelt so wahrgenommen. So wie in diesem Film mit Keanu Reeves, weil das ist eben so ein bisschen so aufgearbeitet. Also so in diesem Comic-Stil und so. Da geht es auch um irgendwie so eine Drogengeschichte ist das und eben, weil der diese Substanz nimmt, eben drum ist der Film mit dieser Sichtweise oder Ansicht und es ist krass. Also genau so habe ich das wahrgenommen. Boah, ich sag's euch echt. Also, oder was heißt genauso, aber so eine Art habe ich das wahrgenommen, die Qualität. Das ist schon krass. Jetzt muss ich meinen Schluck trinken. Ich bin noch immer mit meiner Lithium-Geschichte, dass mich das Lithium austrocknet. Es war nicht mehr so schlimm wie im Januar, wo ich ins Krankenhaus musste, deswegen. Aber ich will weiterhin von dem Lithium gerne wegkommen. Aber man findet im Internet leider ganz wenig Literatur, eigentlich gar nicht. Oder irgendwelche Tipps, um Lithium zu reduzieren. Also wenn du irgendjemand von euch eine Erfahrung damit hat, wie man am besten Lithium reduziert oder schon selber Lithium reduziert hat, ich bin um jeden Tipp dankbar. Oder um einfach die Erfahrung, was ihr mit Erfahrung gemacht habt, weil ich habe mich das selber noch gar nicht ans Reduzieren getraut, weil ich jetzt eben auch das Risperidal noch reduziere. Weil genau, ich nehme jetzt ja Lithium und Risperidal gerade. Also, was heißt, ich will auch nichts anderes nehmen. Das Diazepam ist jetzt zum Glück ausgeschlichen. Aber das Seroquel, das ist jetzt weg. Das habe ich zum Glück gereicht durch meine Absetzaktion. Nimmt zwar jetzt wieder ein bisschen mehr Risperidal wie früher, aber das Seroquel ist zumindest weg. Und damit habe ich eine Wechselwirkung weniger. Und die Müdigkeit ist großteils weg, die ich immer hatte durch das Seroquel, was mich wirklich sehr freut. Ja, eben, jetzt will ich einen großen Kritikpunkt an die Psychiater aussprechen. Meine liebsten Psychiater, ich sag's euch, erstens, warum tut ihr nicht aufklären, was ein Benzodiazepin überhaupt ist? Weil ihr wusstet ja nicht, dass ich das kenne, zum Beispiel. Also, die Psychiater, die mir das Benzodiazepin verschrieben haben, haben nicht gesagt, was es ist. Sie haben nicht gesagt, die Risiken, dass es abhängig macht. Sie haben einfach gar nichts dazu gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass es einen Entzug machen kann. Nicht mal da, wie sie es ausgeschlichen haben. Also, sie haben auch behauptet, es wäre eine niedrige Dosis. Aber 40 Milligramm für eine junge Frau sind keine niedrige Dosis. Und, ich weiß nicht, sie haben auch nicht gesagt, okay, mich darauf vorbereitet, hören Sie, Sie könnten, jetzt haben Sie es doch 3, 4 Wochen genommen, eventuell kriegen Sie einen Entzug, das haben Sie mir nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesagt, wir dosieren jetzt runter. Sie haben kein Wort davon gesagt, dass ich entzügig werden kann. Ich sage euch eines, wenn nicht mein Freund diesen Benzodiazepinentzug gehabt hätte und mir gesagt hätte, was Benzodiazepine sind und dass man einen Entzug haben kann, ich hätte jetzt gedacht, ich habe einen Schaden, also ich weiß zwar, dass Psychose in der Regel keinen Schaden verursacht, aber ich, wenn ich jetzt einfach noch 19 gewesen wäre und keine Psychiatrieerfahrung gehabt hätte und nichts von Benzos gewusst hätte, ich glaube, ich hätte einfach gedacht, ich habe einen Schaden und ich irgendwie durch diese Krise jetzt erlitten und ich bleibe jetzt so. Also ich finde es ganz krass, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass man einen Entzug haben kann. Es wurde mit keinem Wort erwähnt. Und dann, wie ich dem Psychiater gesagt habe, Leute, ich glaube, ich habe einen Entzug, weil ich habe am Anfang auch eben, ich habe es auch nicht zurück, dann kommt, was mit mir los ist. Mir wurde nach ein paar Tagen, wo ich diese Symptome hatte, halt klar, hey, wahrscheinlich ist es ein Benzo-Entzug. Aber ich habe selber nicht damit gerechnet, einen Entzug zu bekommen, weil die Psychiater immer gesagt haben, ich hätte eine niedrige Dosis. Schon krass, gell? Aber ich habe auch nicht gewusst, dass man nach 3, 4 Wochen, wenn man Benzos nimmt, schon einen Entzug hat. Mein Freund meinte, sogar nach 1, 2 Wochen kann man schon einen Entzug bekommen, wenn man das nimmt. Schon krass, gell, wie schnell das abhängig macht. Aber also so eben, ich finde es einfach nur Wahnsinn, dass die da nicht drüber aufklären und schau, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Das passiert mir normalerweise auch nicht. Naja. Aber
Ja, was wollte ich denn noch sagen? Ach, das ist schon krass, gell, eben, das ist mir im Alltag eben auch immer passiert, jetzt die letzte Zeit, dass ich irgendwas so erzähle und dann plötzlich bleibe ich so hängen und mir reißt komplette Faden ab. Aber eben mein Freund meinte, das war bei ihm auch so. Naja. Schauen wir mal, was ich mir da noch aufgeschrieben habe auf meinem Zettel. Also jetzt gerade habe ich mir aufgeschrieben, fühlt sich es aber an, als würde wie so eine Blume wieder durch den Asphalt brechen. Weil es war wirklich so, wenn Benson Zug war, meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Sein, ich als Mensch, mein Therapeut sagte immer, ich als Frau, ich als Mensch, ich als Wesen, so diesen Spruch ist auch ein schöne Affirmation oder schönes Mantra. Aber also mein ganzes Sein, mein schöpferisches Potenzial, das wie unter so einem Asphalt begraben war. Aber nicht nur begraben, ich habe es gar nicht mehr gespürt. Ich habe mich einfach wie ein Zombie, wie eine leere Hülle gefühlt. Darum habe ich auch diesen Zombie genommen, so ein Titelbild. Zum einen, weil eben, also so der Entzug, also so das, um die Schrecken des Entzuges, also so drückt es gut aus, diesen Horror, den man da empfindet. Aber zum anderen habe ich mich auch selber wie ein Zombie gefühlt. Ich habe immer gesagt zu meinem Freund, Schatz, ich fühle mich nur noch wie ein Schatten meiner selbst. Aber jetzt fühlt sich so an, als würde ich wie so eine Blume wieder, wie so ein Gänseblümchen durch den Asphalt brechen. Und es ist so schön zu beobachten, dass ich wieder meine Interessen habe, dass ich wieder jetzt was im Büro mache, dass ich wieder blogge, dass ich wieder ein bisschen ins Spiegelkabinett mein Buch hineingelesen habe, ein bisschen Korrektur gelesen habe. Ich habe jetzt sogar wieder gekocht, was ich die ganze Zeit auch nicht mehr gemacht habe. War wieder einkaufen, also richtig, mein Leben kommt wieder zurück und eben, ich kuriere mich jetzt noch aus und eben, aber ich habe es, glaube ich bin wirklich über Berg, was den Entzug betrifft. Mein Freund meinte zwar immer, es kann sein, dass so Flashbacks kommen, aber das ist für mich, ist zwar nicht schön, aber es ist für mich auch okay, oder was heißt okay, aber ich meine, ich denke mal, solange es mir eine Großteil der Zeit gut geht, bin ich schon dankbar dafür, wenn ich jetzt einen Monat hinter mir habe, wo ich einfach die ganze Zeit nur gelitten habe. Ich hatte in diesem Monat des Benzo-Entzuges kein einziges positives Gefühl. Müsst ihr euch mir vorstellen, einen ganzen Monat lang nicht mal nur Neutralität, sondern einfach nur Horrorgefühle. Also das ist eines der krassesten Sachen, die ich jemals erlebt habe, muss ich echt sagen. Also so, ich habe schon sehr viel Scheiße erlebt, ich habe sehr viele schlimme Sachen erlebt, aber so etwas, das hat nochmal eine ganz neue Dimension der Hölle eröffnet. Wirklich ein Vorhof der Hölle, kann ich nur immer wieder betonen und will ich auch nie wieder erleben. Ja, ich kann vielleicht noch sagen, dass das einfach, also zuerst mal, wo der Entzug angefangen hat, war es einfach nur krass, krass, krass. Und dann, also mein Freund meinte auch, wenn so ein Entzug so langsam vorbei, also so bald vorbeigeht, weil mein Freund hatte ja nur wirklich 9 Monate diesen Zustand, ich hatte diesen Zustand jetzt einen Monat und das war richtig krass. Aber mein armer Schatz hatte diesen Zustand 9 Monate. Ich meine, ich habe 3, 4 Wochen 40 Milligramm bekommen. Mein Freund, glaube ich, hat um die 80 Milligramm am Tag genommen. Der hat es halt leider missbraucht und auch 2, 3 Jahre lang. Klar, habe einen längeren Entzug. Aber mein armer Schatz hatte 9 Monate diesen Entzug. Und was ich auch krass finde, also richtig krass finde, dass eben die Krankenkasse, jetzt weiß ich noch damals, mein Freund ist auch in ZFPM-Bedingungen auf die Entzugsstation gegangen und die Krankenkasse hat gesagt, 6 Wochen zahlen sie dir. Und in 6 Wochen haben sie ihn zwar auf null gebracht, aber der Entzug war lange nicht vorbei, hatte noch 9 Monate zu Hause diesen Entzug, also so oder 8 Monate oder 7 Monate dann zu Hause diesen Entzug und die Krankenkasse zahlt einfach nicht mehr. Und es ist auch so, einen Benzo-Entzug dürft ihr niemals einfach zu Hause kalt machen, vor allem wenn ihr das lange genommen habt oder hochgenommen habt, hochdosiert, weil ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jemand hat mir in der Community geschrieben, dass man da sogar sterben kann bei einem Benzo-Entzug. Und es ist einfach der krasseste Entzug und klar, jetzt denkt man sich, was bringt mir das jetzt? Wenn ich jetzt irgendwie in die Klinik gehe, wenn ich dann nach 6 Wochen oder 8 Wochen rausgeschmissen werde, weil die Krankenkasse nicht länger zahlt, ja, aber die wissen zumindest einigermaßen, wie man es runterdosiert und in welche Schritte man gehen kann. Oder hoffentlich wissen sie das. In der Regel wissen sie das. Ja. Wobei bei Psychiatern kann man sich auch nie so sicher sein. Aber es ist zumindest nochmal besser, wie man das jetzt blindlings zu Hause macht. Aber es ist also, man müsste eigentlich, also so, wenn alles gut laufen würde, wäre mein Freund, der diese 9 Monate natürlich in der Klinik betreut worden. Und wir haben geholfen worden, aber da hat es echt geheißen, so nach, ich glaube, 6 oder 8 Wochen waren das so, Krankenkasse zahlt standardmäßig für diesen Entzug nicht länger. Auf Wiedersehen, Herr. Also hätte ich was den Nachnamen gesagt. Noah, nenne ich ihn ja immer. Deckname Noah. Auf Wiedersehen, Noah. So,
Das ist egal, sie sind noch entzügig, aber das ist jetzt das Standard, die Standardbehandlung ist jetzt abgeschlossen. Krankenkasse, das ist jetzt Geld gestrichen. Bin nicht länger gezahlt. Ja, es ist auch wieder tragisch von unserem Gesundheitssystem ein großer Missstand. So. Aber was ich sagen wollte, bevor ich wieder ausgeschweift bin, es ist eben krass, also der Zug ist krass und dann eben, also einfach nur krass und dann ist es aber so, bevor es richtig gut wird oder wo mein Freund dann auch meinte, bei ihm die 9 Monate waren einfach großteils richtig, richtig schlimm. Ganz selten meine Phase, wo es ein bisschen besser war. Aber wo er dann merkte, es geht jetzt vorbei, hat es angefangen und wenn ihr einen Benson-Zug habt oder irgendwann mal einen haben werdet, dann erinnert euch dran, wenn es anfängt, dass du Phasen hast, wo du eine Erleichterung spürst und wo du einfach wieder ein bisschen was Positives fühlst, so Anflüge. Ich hätte dann auch so, weil ich ja gesagt habe, ich habe gar kein positives mehr gehabt. Ich hatte plötzlich wieder so eine Sekunde kurzen positiven Impuls oder wo man dann einfach so ein paar Stunden hat, wo man sich einfach erleichtert fühlt, wo es leichter wird, wo man auch wieder einfach ein bisschen eine Erleichterung spürt. Und solche Phasen anfangen, das geht dann so phasenweise, das ist nicht auf einmal weg, sondern es kommt so phasenweise wird es besser. Und dann kommt wieder eine Phase, wo es schlimmer ist. Aber wenn diese Phasen kommen, dann ist es schon ein Zeichen, dass sich der Zug dem Ende neigt. Und ich hatte das so vor 2 Wochen, hat es mir angefangen, dass es phasenweise besser wurde oder vor 1,5 Wochen war das. Und dann war es wieder scheiße. Und dann aber waren ein paar Tage, da war ich eigentlich, da habe ich jetzt nicht so gelitten, also so von diesem Derealisationsgefühl und von diesem Horrorgefühl, sondern ich war einfach so heftig müde und habe mich wirklich auch wie gelähmt gefühlt. Ich kann mich kaum rühren, nur auf dem Couch gelegen und kann mich gar nicht mehr rühren richtig. Und also irgendwie war das, also ich glaube, das ist auch so einfach ein Erschöpfungssyndrom gewesen von diesem heftigen Monat. Aber dann eben dachte ich, okay, jetzt ist das richtig auskuriert. Aber mein Freund meinte auch, bevor es dann richtig gut wird, gibt es nochmal eine richtig, richtig schlimme Phase. Und die hatte ich jetzt vor 3, 4 Tagen. Da habe ich zwar nicht den ganzen Tag, aber ein paar Stunden war da echt, boah, das war, es war einfach nur richtig, richtig krass. Also so, ich habe da also so eine Derealisation gespürt, auch so ein Fremdkörpergefühl hatte ich, dass sich meine ganze Umgebung total wie ein Fremdkörper angefühlt hat, dass sich mein Körper wie ein Fremdkörper angefühlt hat. Aber ich weiß nicht, irgendwie, es war Derealisation, aber nochmal in einer ganz anderen Art und Weise wie der Rest vom Entzug. Und es war, also ich bin da auch einen Tag aufgewacht und habe einfach von Anfang an ein Horrorgefühl gehabt. Es war also so, normalerweise unter dem Entzug waren die ersten eine halbe Stunde war immer ganz okay und war noch das Beste vom Tag, aber da bin ich so richtig mit einem Horrorgefühl aufgewacht und da habe ich dann bin ich zum Glück noch mal eingeschlafen, dann habe ich nur einschlafen können, danach war es ein bisschen besser, aber eben mein Freund meinte auch, bevor so ein Benzo-Entzug in der Regel wirklich dann ausheilt, kommt dann mal eine richtig schlimme Phase. Ich wollte euch das jetzt so ein bisschen so diese Phasen erzählen, weil ich denke mal, wer dieses Video guckt, hat vielleicht selber mit Benzodiazepine, also irgendwie was zu tun oder hat einen Entzug oder guckt für ihn, jemand, der betroffen ist, den er kennt, dass ihr das ein bisschen wisst. Okay. So, also, weil ich ja immer von diesen pflanzlichen Alternativen spreche. Also, es gibt Passionsblume und es gibt Lavendel. Das ist mir jetzt bekannt. Was ganz ähnlich wie Benzos wirkt, über Lavendel wird sogar gesagt, es wirkt besser wie Benzos, besser angstlösend. Ihr müsst vor allem bei der Passionsblume aufpassen, dass es mit Wechselwirkungen schwierig ist. Also so, ich glaube, dass es auf den GABA-Rezeptor auch wirkt. Ich habe mich da schon mal informiert gehabt und ich habe vorher nur ein bisschen drüber geguckt. Also ich denke, ihr könnt euch ja einfach, wenn ihr euch dafür interessiert, selber im Internet recherchieren über Passionsblume und Lavendel, dass das tolle pflanzliche Alternativen zu Benzos sind. Was ich jetzt aber wirklich gesehen habe, mit Wechselwirkungen müsst ihr aufpassen. Das ist immer so ein Glücksspiel. Früher habe ich auch gar nicht auf Wechselwirkungen geachtet, auch beim Konsum. Ich habe früher schon also einen größeren Konsum gehabt, wie ich jetzt habe. Ich konsumiere kaum noch, aber früher habe ich auch Partys auch manchmal ganz gerne konsumiert und da habe ich gar nicht auf Wechselwirkungen geachtet. Mittlerweile bin ich da richtig, richtig vorsichtig paranoid geworden, weil ich sag mal so zu 80% vom Glück, aber manchmal kann es wirklich zu, also vor allem eben zum Beispiel Ecstasy und also, oder nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt einfach wirklich gewisse Kombinationen, die einfach richtig,
richtig schlimm sind und wo man dann auch sterben kann. Und darum würde ich euch dafür sensibilisieren, wenn ihr euch dafür interessiert, eine Alternative, wenn ihr mit Ängste Probleme habt, weil meistens sind mehr Benzos wegen Ängste. Und wenn ihr da eine Alternative sucht, dann guckt euch Vega Passionsblume mal um und Vega Lavendel. Das sind wirklich die Sachen, die pflanzlich sind, die nicht abhängig machen, nicht schädlich sind. Und aber eben, ich will euch für die Wechselwirkungen sensibilisieren. Da gibt es einen Wechselwirkungscheck von der Apotheke, den verlinke ich euch auch in der Beschreibung unter dem Video. Und noch einen anderen Wechselwirkungscheck, dass ihr eure anderen Substanzen und Medikamente, die ihr konsumiert, da einfach damit also checkt, ob die Wechselwirkungen haben. Ja. Und auch in der Beschreibung und das Video, wirklich, ich tue immer die Beschreibungen. Ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Video schon gesagt habe, aber ich habe es auf alle Fälle vorgehabt zu sagen. Aber eben, ich weiß auch, dass dieses Video nicht so die Qualität der anderen Videos hat, was es das Reden angeht. Aber irgendwie finde ich es auch ganz gut, dass ich das so zeige, wie ich jetzt, ja, wie mein kognitiver Zustand nach einem Monat Benzo-Entzug ist. Es geht ja hier um Erfahrungen mit psychischen Besonderheiten, naja, und Psychopharmaka. Also vielleicht finde ich es ganz wertvoll, das zu zeigen. Aber ich hatte auf alle Fälle vor, euch zu sagen, dass ich in den Beschreibungen unter dem Video immer ganz viele Links drinnen habe und Tipps für euch und weiterführende Infos. Also lohnt es sich durchaus, bei meinen Videos in die Beschreibung reinzuschauen. Weil ich gebe mir da mal sehr viel Mühe damit. Wird immer gesagt, dass die wenigsten Leute in die Beschreibungen reingucken. Also so von den Followern. Aber ich gebe mir aber trotzdem Mühe mit den Beschreibungen, ja. Von den Videos. So, ja, liebe Leute, ich habe noch ein Video gemacht, was ich richtig spannend finde, weil ich habe ein Buch geschrieben, die unheimliche Magie der Psychose, und ich habe da einen Homemade-Movie dazu gemacht. Also ich habe dieses Buch so, also das Wichtigste oder das Beste aus dem, also so das Buch einfach als Ganzes in einen Film zusammengefasst, den ich selber geschnitten habe. Ja, schaut euch den mal gerne an. Also auf jeden Fall dranbleiben und noch weitere Videos von mir anschauen. Okay, liebe Grüße, eure Vera Maria. Tschüss!